Heute Abend haben wir Dauer invitiert, dass Perla Kuh den Vortrag überschrieben Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, also ADHS, durch Umweltgifter, mit einem Fragezeichen. Konferenz wird gehalten vom Sozial- und Erziehungswissenschaftler Ulf Sauerbrei von der Uni Jena an der Konferenz Asemerdauer an der Halle Victor Hugo um Lampertsberg. Mit der Konferenzier den Ulf Sauerbrei am Telefon. Herr Sauerbrei, aufgrund von welchen Anhaltspunkten kam der Verdacht auf, dass es bei Kindern Zusammenhängen gibt zwischen ADHS und Umweltgiften? Also wir haben bereits einige Studien vorliegen, die bereits Ende der 80er Jahre erschienen sind, insbesondere durch Professor Needleman, der zeigen konnte, dass bestimmte Verhaltensauffälligkeiten, die dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom sehr ähnlich sind, dass diese durch den Schadstoff Blei ausgelöst sein könnten. Diese Spur wurde dann weiter verfolgt. Es tauchten dann weitere Schadstoffe auf, für die es inzwischen ganz gute Studien gibt, die auch als nachgewiesener Risikofaktor für ADHS gelten können. Beispielsweise das Nikotin während der Schwangerschaft. Also da gibt es wirklich sehr gute Studien, die zeigen können, dass das Rauchen in der Schwangerschaft ein sehr großer Risikofaktor für ein späteres Auftreten der ADHS bei Kindern ist. Ähnlich ist es bei Alkohol, allerdings sind die Studien da etwas inkonsistent und auch bei Drogenmissbrauch während der Schwangerschaft. Diese drei genannten Faktoren, Rauchen, Drogen und Alkohol während der Schwangerschaft, sind allerdings lebensstilbedingte Noxen. Es gibt hingegen auch noch, wozu auch das Blei gehört, Umweltgifte, deren Vorkommen uns weniger bewusst ist im Alltag, aber die eine größere Rolle spielen könnten. Und dazu gibt es inzwischen weitere Studien. An wie vielen Kindern wurden diese Studien durchgeführt? Kann man da wirklich Schlussfolgerungen draus ziehen? Ja, das ist unterschiedlich. Also teilweise gibt es Studien, die lediglich Einzelfallbeschreibungen darstellen. Das ist natürlich sehr ungenau, aber es gibt auch Studien, die teilweise 50 Kinder oder auch mehrere hundert Kinder untersuchten. Da ist die Repräsentativität natürlich weitaus größer und hier kann man schon einige Umweltgifte festmachen, die als Risikofaktoren in einer ähnlichen Klasse liegen wie das Rauchen während der Schwangerschaft, also die inzwischen als nachgewiesene Risikofaktoren gelten können für das häufigere Auftreten von ADHS bei Kindern, die allerdings in der bisherigen wissenschaftlichen Diskussion noch nicht so sehr beachtet werden. Welche Substanzen würden Sie jetzt in diesem Zusammenhang erwähnen? Blei ist ein Neurotoxin. Was fällt noch in diese Kategorie? Es konnte gezeigt werden, dass Blei im Blut von Kindern in einem höheren Level auch mit einem höheren Auftreten von ADHS korreliert. Also es kann als Risikofaktor gelten, nachgewiesen. Inzwischen gibt es auch neuere Studien zu Quecksilber, das ebenfalls inzwischen besser untersucht ist. Hier gibt es auch vermehrt Hinweise, dass ein vermehrtes Auftreten im Blut von Kindern auch häufiger zu ADHS führen könnte. Und dann gibt es noch einige Stoffe, die sind weniger gut untersucht, aber da bestehen immerhin Hinweise. Das sind zum einen die PCBs, die sogenannten polychlorierten Biphenyle. Das ist eine Stoffgruppe, die inzwischen in Europa verboten ist, in ihrer Anwendung, die allerdings aufgrund ihrer hohen Halbwertszeit noch wahrscheinlich Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte im menschlichen Blut und in der Umwelt nachweisbar sein wird. Hier gibt es Hinweise, dass dieser Stoff Einzelsymptome der ADHS, also entweder Aufmerksamkeitsdefizite oder insbesondere vermehrte Impulsivität oder auch motorische Hyperaktivität auslösen kann. Eine weitere Stoffgruppe sind die Pestizide. Hier gibt es zwar nur sehr ungenaue Untersuchungen, eine jedoch zu einem Pestizid namens Hexachlorbenzol konnte zeigen, dass dieser Stoff, wenn er pränatal durch pränatal aufgenommen wird, also durch Frauen, die schwanger sind, dass dieser Stoff dann bei den Kindern, die nachgeboren werden, ebenfalls zu ADHS nach international anerkannten Diagnosekriterien führen kann. Und dann gibt es noch einzelne Untersuchungen zu Mangan. Das ist allerdings eher ein Problem in den USA und in Kanada, in Europa weniger, weil das Trinkwasser hier nicht so sehr mit Mangan belastet ist wie dort. Und eine weitere Stoffgruppe, die genannt werden muss, das sind die Nahrungsmittelzusatzstoffe. Man kann zwar nicht sagen, dass das Neurotoxine, also Nervengifte sind, allerdings gibt es inzwischen gute Untersuchungen, die zumindest einen geringen Effekt
bestimmter Nahrungsmittelzusatzstoffe, insbesondere von Farbstoffen und Konservierungsstoffen, aufzeigen. Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Substanzen genannt. In Bezug auf Blei ist ja schon seit ewig gewusst, dass schon die Römer Probleme hatten, also Verhaltensauffälligkeiten, weil die Wasserleitung aus Blei gebaut wurde. Wo wird heute denn noch Blei verarbeitet, wo dann das Risiko besteht, dass es in den menschlichen Körper kommt? Wir haben leider immer noch das Problem, dass insbesondere in Deutschland 30% beispielsweise der Wasserleitungen in unserer Hauptstadt Berlin noch immer aus Blei bestehen. Das heißt, das ist eigentlich die wesentliche Quelle heute für die Bleibelastungen. Und langfristig müssen natürlich diese Expositionsquellen für das Umweltgift Blei ausgetauscht werden. Beziehungsweise es gibt auch Hinweise darauf, dass bestimmte Armaturen, das heißt also das der Wasserhahn, durch den das Wasser läuft, auch Blei abgeben können. Insofern gibt es einige Verhaltenshinweise, wie man den Bleigehalt minimieren kann, indem man einfach das Wasser weglaufen lässt für ein paar Sekunden und wenn man es als Trinkwasser benutzen möchte. Also Blei kommt hauptsächlich, wie gesagt, im Trinkwasser vor und natürlich, was auch häufig in der Diskussion ist, in Spielzeug, beziehungsweise konkreter in Farben von Spielzeugen. Wobei ich da auch darauf hinweisen möchte, dass nicht unbedingt ausschließlich das aus China stammende Spielzeug hier verteufelt werden sollte. Es ist zwar so, dass insbesondere die europäischen Hersteller die Grenzwerte für Blei bei den angewandten Farben bei Spielzeug einhalten. Allerdings weisen die Studien, die wir nun zu Blei und ADHS haben, darauf hin, dass auch unter den gesetzlich gültigen Grenzwerten der Blei-Level mit dem erhöhten Auftreten von ADHS korrelieren kann. Das heißt also, möglicherweise schützen die gesetzlich gültigen Bleiwerte uns nicht ausreichend vor schädlichen Auswirkungen. Wie erklären sich die Tatsache, dass ja viele Kinder den gleichen Umweltgiften ausgesetzt sein können, auch in ähnlich großen Quantitäten, aber nur eine Minderheit ein ADHS entwickelt, Herr Sauerbrei? Wir haben inzwischen ziemlich gute Untersuchungen aus dem medizinischen Bereich darüber, warum Kinder unterschiedlich reagieren könnten. Es ist zum Beispiel so, dass sich Kinder generell von Erwachsenen unterscheiden bezüglich ihrer Anfälligkeit gegenüber Umweltgiften. Denn es gibt verschiedene Faktoren. Beispielsweise haben Kinder im Verhältnis zu dem Körpergewicht eine größere Hautoberfläche als Erwachsene. Sie haben ein größeres Atemvolumen. Sie nehmen mehr Nahrung auf als Erwachsene. Auch können sie im Magen-Darm-Bereich Umweltgifte schneller resorbieren oder besser resorbieren als Erwachsene. Außerdem sind die Entgiftungsenzyme je nach Alter der Kinder außerordentlich unterschiedlich entwickelt, genauso das Immunsystem. Also da ist es eine Vielzahl von Faktoren, die Kinder insbesondere gegenüber Erwachsenen anfälliger macht für Umweltgifte. Und das unterscheidet sich dann natürlich auch bezogen auf das Alter der Kinder. Und es ist auch so, dass die Umweltgifte insgesamt im Kinderalltag verschieden konzentriert sind und insofern auch sich unterschiedlich auswirken können. Insbesondere ist es auch so, dass Entgiftungsmechanismen, das heißt also wie der Körper selbst den Schadstoffe aus dem Körper transportieren kann, dass das unterschiedlich ist, wie gut da diese Entgiftungsleistung des Körpers ist. Also das kann auch vererbt werden. Da sind die Untersuchungen aber noch sehr schlecht, da können wir leider noch nicht sehr viel dazu sagen. Das könnte aber ein Anhaltspunkt dafür sein, warum bei manchen Kindern ADHS häufiger auftritt als bei anderen, obwohl sie möglicherweise denselben Umweltgiften ausgesetzt sind. Was mir aber noch wichtig ist anzusprechen, ist, dass Kinder generell Umweltgiften ausgesetzt sind. Daran gibt es inzwischen überhaupt keinen Zweifel mehr. Das Umweltbundesamt und das Robert-Koch-Institut hier in Deutschland, die haben inzwischen sehr gute Untersuchungen vorgelegt an vielen Hunderten von Kindern. Das sind sogenannte Surveys, in dem Fall der Kinderumweltsurvey, die zeigen konnten, dass Kinder eben mit den genannten Schadstoffen, die auch Risikofaktoren für ADHS sein könnten, dass diese mit diesen Stoffen belastet sind. Also das wurde nachgewiesen, sowohl im Blut der Kinder, als auch, das waren 3- bis 14-jährige Kinder, also im Blut der Kinder, als auch im Hausstaub der Wohnung, in denen diese Kinder wohnen, als auch im Trinkwasser, das diese Kinder trinken, als auch in der Raumluft des Kinderzimmers. Also wir können festhalten, dass das auf jeden Fall Alltagsgifte sind, um es genauer zu beschreiben. Chemische Substanzen spielen also eindeutigerweise eine Rolle bei der Entstehung von ADHS. Aber muss man nicht eher in Richtung
multiple Erklärungsmodelle forschen, Herr Sauerbrei. Ja, das ist richtig. Also man geht natürlich, und davon gehen auch wir aus, man geht natürlich davon aus, dass das ADHS ein multifaktorielles Geschehen ist. Das heißt also, es besteht eine Vielzahl von Risikofaktoren, beziehungsweise auch von ursächlichen Faktoren, die zu dieser Symptomatik führen können. Insbesondere die genetische Prädisposition wurde ja lange Zeit diskutiert. Auch neurobiologische Auffälligkeiten, das psychosoziale Umfeld können auch eine Rolle spielen. Die Erziehung kann eine Rolle spielen. Allerdings, Sie hören das, ich sage, kann eine Rolle spielen. Die Ergebnisse dazu sind außerordentlich unterschiedlich. Und was in Zukunft wahrscheinlich weitaus stärker untersucht werden muss, ist, wie diese verschiedenen Risikofaktoren zusammenspielen und möglicherweise die Symptomatik erzeugen. Aber Sie haben recht, generell, man geht davon aus, dass es ein multifaktorielles Geschehen ist. Mehr Informationen gibt es heute nur von Nerdau Run an der Herr Victor Hugo um Lampertsbirsch. Der ist bei Lacoud invitiert um eine Konferenz überschrieben Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssteuerung, ADHS durch Umweltgifter. Konferenz aus den Erziehungs- und Sozialwissenschaftler Ulf Sauerbrei von der Uni Jena. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Sauerbrei. Ich danke Ihnen.